Herzlich willkommen bei S21bauTV. Der Blick vom Kurt-Georg-Kiesinger-Platz nach rechts auf die Heilbronner Straße zeigt uns, die Rückverschwenkung ist jetzt abgeschlossen. Na, zumindest in der vorläufigen Bauphase. Und das hier sieht offensichtlich so aus, als wird auch der Rad- und Fußweg rübergelegt, inklusive Fahrradparkbucht. Ich nehme an, es wird als Baustelleneinrichtungsfläche benutzt. Also die freie Fläche, auf der wir jetzt laufen. Hier muss ja auch noch ein bisschen was gebaut werden, also BA9, die Kellstützen. Da ist bestimmt nicht schlecht, wenn Platz für die Betonpumpe ist und die Mischer schön hinfahren können. Wenn man das hier so sieht, könnte das schon so sein. Jetzt leider nicht näher ran. Da hinten rechts am Kran vorbei sieht man das Licht in der Innenschalung von K11 und manche meinen, ich war zu optimistisch, dass morgen betoniert wird. Man kann über die Webcam natürlich nicht einsehen, wie viele Details noch gearbeitet werden müssen, aber wir werden es morgen wissen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.